Oh, stimmt ja, hier waren ja Bomben. Ich bin ja jetzt in dem Raum, wo Aborets Bombenprank gedreht wurde. Ist hier jemand auf die Fresse, Well? Von mir aus könnt ihr gerne hier reinkommen. Wo bin ich hier gerade gelandet? Achso, hier bin ich. Warte mal. Genau, von hier fing das Game. Hier fing das an. Hier war der Safe Point. Ich kann mir noch was holen. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's sowas von nicht vergessen. Ey, lol. Ich hab meine maximale Leben erhöht und ich meine Leben wurden voll gemacht. Das ist doch auch mal sexy, ne? Also das ist doch mal richtig sexy. Ich denke mal, wenn ich durchgehe, wird die Falle aktiviert und ich sterbe. Welche Falle genau ich meine? Die da oben. Ich glaube nicht, dass ich hier einfach lang gehen kann. Ich habe eine Idee. Ich höre draußen jemanden. Und der klingt nicht gerade freundlich. Der ist hier drinne. Und der ist aggressiv und laut und schleift irgendeine Scheiße hinter sich her. Alter, ich trau mich nicht lang zu. Guck mal, die Falle. Ah, ne, das ist keine Falle, oder? Da ist nichts, die tötet mich jetzt, Alter. Okay, gut. Der ist angekettet da drinnen. Okay, Bossgegner incoming. Bossgegner incoming. Alter, Alter. Er besetzt einfach mal 90% des Monitors, wenn er durch die Tür geht, Alter. Wie soll ich da was sehen? Hier ist noch eine Spritze. Okay, der Gegner wird stark sein da unten. Und, nee, das ist doch keine Pistolenmunition, oder? Doch, das ist Pistolenmunition. Ich bin voll. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was es jetzt bringt. Oh! Hat was gebracht, nice. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Teilen machen muss, wenn ich ehrlich bin. Ich habe null Ahnung. Ich habe davon 11 Stück. Ach, craften, Alter, warum sag ich jedes Mal? Ich weiß, was er macht. Ich weiß ja genau, was er damit machen soll. Ich denke mal, ich kann die noch gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Hier kann ich später runter. Das heißt, ich aktiviere das Ding mal. Oder ich komme jetzt auch schon hier runter. Was ist, wo komme ich eigentlich lang, wenn ich hier runtergehe? Streichhölzer, kann ich nichts mitnehmen. Will ich gleich was kaputt hauen. Okay. Was bringt mir dieser Ort? Ach so, okay. Ach so, ordentlich hier. Okay. Man könnte sagen, das ist ein Shortcut. Ey, Leute, ich hab die alle kaputt gemacht. Was soll man jetzt so kaputt machen? Okay, wir gehen einfach mal hoch jetzt. Ich hab das Gefühl, dass er da unten gleich sich bewegen wird und dann ist die Kacke hier oben am Dampfen. Und zwar so richtig hart am Dampfen. Und ich heb mir jetzt diese Bärenfalle da oben auf, weil ich denke mal, dass er gleich durchdrehen wird und dann wieder reinlatschen. Oh, das ist der. Okay, das ist der Typ. Das ist der Typ, den wir am Anfang gesehen haben, der irgendeinen Typen durchgesägt hat in der Mitte. Von dem wir den Schlüssel haben, der uns dann verfolgt hat. Recht relativ interessanter Typ auf jeden Fall. Dass die Fans auch gleich zerspringen müssen, Mann. Ich denke mal, wenn ich das hier aufmache, kommt er. Oder sobald ich runtergehe, sagen wir es mal so. Ich hab Angst, Alter. Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor runterzugehen.
Das bedeutet, das Spiel ist gut. Hey, ist ein Schwein. Ich denke mal, sobald ich mich dort näher, geht er durch. Und dreht hier komplett durch. Loot. Oh, noch nicht. Scheiße. Ich brauche Deckung. Das ist kein Zombie, das ist einfach nur so ein Typ, der mit dem Scharfschützgewehr hier rumballert. Really? Bei den ganzen fucking Monstern hier ist da oben ein Typ, der einfach so rumrennt mit einem Scharfschützgewehr. Oh, das ist auch so ein Ding. Ich würde ehrlich gesagt jetzt schon töten, weil dann bin ich den los. Weil Scharfschützgewehr-Typen sind halt immer bärstig. Und ich kenne auch schon meinen Rückzugsweg. Da würde ich jetzt einfach ihm hier einen Kopfschuss geben. Hallo? Nice. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt rauslocke oder später. Weil rauskommen wird er so oder so 100 Pro. Ich locke den jetzt erstmal raus. Ich denke mal, der wird rauskommen, sobald ich mich ihm näher. Oder auch nicht. Aber er kommt später auf jeden Fall raus. Der wird 100 Pro rauskommen, der Typ, Alter. Der wird da 100 Pro rauskommen. Hier direkt hierher, nicht wahr? Anzünden, anzünden, anzünden! Ah, Junge! Pisser, Junge! Anzünden! In der Hölle, Motherfucker. So, jetzt noch die hier. Oder er. Double! Holy shit! Da ist noch jemand, ne? Oh ja, tatsächlich. Renn in der Hölle. Das war jetzt, ich will nicht sagen, zu einfach, aber irgendwie ja schon, ne? Also, spätestens dann geht's los. Wenn ich das Ding untersuche, geht's los. Ich schaue mich deshalb vorher noch ein bisschen um hier, ob ich vielleicht noch irgendwas übersehen habe, ob ich irgendwas finden kann. Vielleicht ein bisschen zusätzliche Munition, weil zusätzliche Munition kann man nie genug haben. Oh, shit. Hello, is somebody here? I need friends. Oh ja, nice. Dankeschön. Hier ist ein Hebel. Ah. Ah. Interessant. Das Safe Call. Alter, wenn da keine Waffe drin ist, nicht? Alter, da bin ich mega. Ach, oh. Oh. No shit, boys. Jetzt die Frage. Welche ist besser? Die habe ich durch dieses komische Vorbesteller-DLC, oder keine Ahnung, welches das war, bekommen. Und das ist die, die ich jetzt in-game gefunden habe. Ich denke mal, dass die besser ist, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich erstmal die verwenden.
Eine andere Pistole habe ich nicht. Kann ich noch irgendwo was wechseln? Hier kann ich noch was wechseln. Explosivbolzen, Brandbolzen, Giftbolzen. Ich habe so viele Bolzen, aber ich kann damit nichts anfangen, Alter. Das ist so sad. Das Ding lege ich mir mal hier rauf. Und das lege ich mir mal dort drauf. Und die lege ich mir da oben drauf. Ich werde jetzt mal nicht testen, weil ich denke mal, sobald ich nach unten switche, wird da instant mich heilen. Ich weiß nicht, ob ich davon so viel brauche, wenn ich ehrlich bin. Ich habe davon ja schon so viele Dinge. Nice. Oh mein Gott, eine Granate. Ich werde die alle definitiv verballern nachher. Ich gehe sowas von davon aus, dass ich gleich alle verballern werde, alle Granaten. Aber es zahlt sich hier wirklich aus, in dieses Scheißhaus reinzugucken. Das erstaunt mich, wenn ich ehrlich bin, gerade so ein bisschen. Du findest hier einfach immer irgendeinen Scheiß. Sieht man eigentlich die Fallen an der Decke irgendwie? Ach, da. Achso, das bedeutet, das Ding ist auch nochmal für die Dinger nur von der anderen Seite, dass ich die von einer Seite aktivieren kann. Okay. Falls ihr euch gerade fragt, was ich hier mache, ich schaue mir alles an. Ich schaue mir alles an und merke mir genau, wie ich den Gegner töten kann, weil ich denke mal, dass er rauskommt. Harpunbolzen. Ein mächtiger Harpune für den Qualarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Mhm. Ich höre so viel von dieser Waffe, ne? Langsam will ich die aber echt mal haben. Oh. Da ist er. Da ist er. Eine klappere Armbrust hat eine starke Sehne. Achso, diese klappere hat eine starke Sehne, aha. Die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Welche Projektile kann dieses Ding wohl abfeuern? Keine Ahnung, vielleicht die ganzen Dinger nicht in meinem Leben gefunden habe, jo. Kann ich die jetzt einfach so abfeuern? Ach, guck mal, jetzt habe ich jetzt das Ding. Das ist ein Explosivbolzen. Wenn ich jetzt, Harpune, Brand. Aha. Okay. Zur Not werde ich den vielleicht verwenden. Vielleicht. Dass der nicht aufgestanden ist. Freut mich so ein bisschen. Wir gehen mal raus hier. Ich werde jetzt erstmal meinen Doktor besuchen, der da hinten drin ist, ne? Oh, hier war der Scharfschütze. Oder? Ja, doch, hier oben war der Scharfschütze. Ja, hier war der Scharfschütze. Ich werde jetzt erstmal den Doktor besuchen und danach werde ich mir das Ding da hinten mal angucken. Auf jeden Fall sind jetzt alle Gegner erfolgreich zu Matsch verarbeitet. Ist da was drin? Warum kann ich das eigentlich. Warum kann ich die Dinge eigentlich anzünden? Ey, da lebt noch einer. Und hier im Haus auch. Ey, ich sag jetzt nicht, der Doktor wurde jetzt auch so ein Ding. Mal. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe, was das Spiel von mir will. Du hast mich nicht gesehen. Alter, meine Hand muss doch da durchgucken durch die Wand, oder nicht? Jetzt muss ich. Und immer steht da jetzt hin. Und ich mach. Bam! Und er ist Matsch. Easy, Boys. Easy. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht so eine Nahkampfwaffe mitnimmt. Also hier. Er kann Flaschen mitnehmen, aber auch nicht diese Macheten. Oh, ich hab noch eine oben. Jetzt! Oh. Das wusste ich nicht, sorry. Ich wollte das ja nicht machen. Fuck. Und jetzt anzünden! Okay, das ein Spine-Schießen ist ziemlich OP. Ich habe eigentlich immer versucht, auf den Kopf zu treffen, aber das ist ja wohl mega OP, oder was? Ein Spine-Schießen, anzünden, fertig. Doch, 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 die stand noch drin. Noch jemand?
Erstmal. Safe ist safe, ne? Ich denke mal, dass der Doktor auch hinüber ist. Ich denke mal, der Doktor ist jetzt auch tot. Oder der hat sich versteckt. Entweder tot oder er hat sich gut versteckt. Ich erwarte aber nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Nicht, dass es so eine scheiß Zeitmission war. Vor wegen, beeil dich, dann kannst du ihn retten. Oh, nice. Das bedeutet so viel wie, der Gegner kommt gleich. Dass ich so viel Munition hier gerade finde. Hm, was sag ich? Der Gegner kommt gleich. Mann, wo ist der Doktor hin? Wie gesagt, der Gegner kommt gleich. Erstmal heilen. Mitnehmen. Und gleich geht's ab. Ich habe eh so ein halbes Waffenarsenal dabei, ne? Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können das gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Okay. Das Gute ist, der Doktor lebt noch. Und ich habe ein Medikit gefunden, um mich komplett zu heilen, glaube ich. Krass. Ist das eigentlich ein Maximum von den Dingern, die ich dabei haben kann? Würde mich mal interessieren. Ich würde gerne ganz kurz was gucken. So, jetzt. Das wäre an 2. Nein, man kann... Kann man unendlich davon haben? Nice, man kann unendlich anscheinend davon haben. Es gibt kein Maximum. Oh, ich hätte auch einfach hier lang gehen können. Okay. Gibt es einen Erfolg, wenn man das Spiel komplett durchspielt, ohne eine Person zu töten? Alter, das wäre so übelst krank. Ich bin ziemlich sicher, dass es manche Sucht, die es machen würden. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Macht Sinn, ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Kann ich irgendwas machen? Kann er mir irgendwie hochhelfen? Muss ich jetzt wieder runter? Muss ich jetzt irgendwas machen? Spiel, gib mir einen Hinweis. Brauchen einen Hinweis. Komme ich irgendwie hoch oder so? Komme ich zu ihm hin? Kann ich ihm helfen? Soll ich was machen? Ist hier wohl eine Leiter, wo ich hoch kann? Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Weil er ist auch nicht runtergekommen. Er ist immer noch da oben. Hier kann ich nur das Ding abspielen. Hier kann ich nichts weitermachen. Aber irgendwie muss ich doch da hoch, oder nicht? Warum zur Hölle soll ich die jetzt anzünden? Kann ich da irgendwie... Seht ihr das? Seht ihr das? Die Beine hören auf. Die Beine hören einfach auf. Was ist das für ein billiges Charaktermodell, Mann? Ich meine, hey, die trägt einen Rock, dann brauchen wir die Beine ja gar nicht bis nach oben animieren. Ist es euer Ernst, Entwickler? Ist es euer Ernst? Hättet ihr ruhig ein bisschen die Beine ein bisschen länger machen können, ne? Faulen Schweine. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich warte immer noch auf eine Cutscene, dass der Typ sich befreit, da hinten der Große. Hallo, Welt. Der Typ da unten rennt immer noch rum. Ich werde den jetzt mal irgendwie anlocken oder so. Oh, da sind noch 2. Okay, warte mal. Chillt. Chillt ein bisschen. Zieht an. Pisser. Anzünden. Olle Hexe. Erstmal das Gehirn aufsammeln. Was machen wir, wenn man Gegner tötet? Genau, man nimmt sein Gehirn mit. Damit man auch seinen Fehlern lernt. Ey, liegt was. Was ist hier eigentlich eine Falle? Was ist das hier? Sieht aus, als ob die Dinger runterballern, sobald man da lang rennt. Gibt es da irgendwie eine Stolperfalle oder so? Ich will jetzt auch nicht lang rennen, wenn ich ehrlich bin.
Oder muss ich die von oben aktivieren? Da muss ich sie aktivieren, glaube ich. Ich frage mich immer noch, wann er hier rauskommt. Ich nehme mal die Fackel mit. Man weiß nie, wann man eine gebrauchen kann. Das bist du eigentlich, wenn ich dich anzünde, kleines Schweinchen. Oink, oink, oink! Naja. Ich bin zwar auch kein Fan davon, aber ich würde mal sagen, wir lassen die Maus im Käfig, ne? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Versteht ihr? Kettensäge. Kettensäge, Boys. Ich will jetzt erstmal nicht rennen, ich brauche meine Ausdauer eh gleich. Den Weg, den ich rennen werde, kenn ich noch. Den weiß ich. So, wo ist hier die Kettensäge von ihm? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Kommt er hier hoch? Ja, er kommt hier hoch. Alter, willst du mich verarschen? Da war eine Sprengfalle. An der sneake ich vorbei. Aber er müsste da jetzt vollkommen reinrasen. Oder auch nicht? Wie funktioniert die Falle? Bei mir funktioniert sie anscheinend. Alles, was falsch gelaufen ist falsch gelaufen bis jetzt. Will ich nur mal so angeteasert haben. Am wenigsten die Granaten kann ich bis jetzt umgehen. Runter mit mir. Runter. Kann die mal explodieren oder so? Nice. Ich wollte eigentlich mehr Munition sparen, wenn ich ehrlich bin. Und ich wollte die ganze Zeit rumballern wie so Behinderte. Okay. Das nehme ich besser mit. Oh mein Gott, natürlich nimmst du das mit, Mann. So, da habe ich noch eine fette Kiste gesehen. Da. Eine fette Kiste. Loot. Steuerinformation. Halte gedrückt, um die Kiste zu öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Es gibt Fallen in Kisten. Speer, das ist nicht nett. Überhaupt nicht nett. Naja, nehmen wir mal mit hier. Ja, eine Kettensäge. Jetzt, ich kann die überhalten. Ich dachte, ich muss sie jetzt mitnehmen und dann einmal ransägen und dann war es so gewesen mit der Kettensäge. Guck, ey, hier ist auch noch was. Nice, Beine übersehen. Hier ist auch noch was. Bam. Kann das sein? Die ist einfach aufgesprungen, die Scheibe. Einfach, BOOM! Das verstehe ich jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Hey, die Entwickler werden sich was dabei bedenken, ne? Nein. Safe-Call liegt kaputt dabei. Was haben eigentlich Horrorspiele mit ihren Kettensägen, Alter? Resident Evil 7. Du sägst das Ding kaputt
Und die Kennzeichen sind im Arsch. Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ich will aber nicht unbedingt noch Ballast mit mir rumschleppen. Oh, der war gemein. Kapitel 3. Überlebt. Alter, die sehen so übelst creepy aus, Mann. Die sehen so übelst creepy aus. Und einmal annehmen. Oh fuck, Mann, das Spiel ist echt gut. Das Spiel ist echt gut. Ja, ich würde sagen, ich beende dann auch hier erstmal die Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich darf nicht vergessen, dass ich leveln will. Ich muss unbedingt leveln. Ich habe wieder 5000, das heißt, ich könnte jetzt mal die Spritze verbessern. Darf ich nicht vergessen. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, eure Rennen. Auf Wiedersehen. Tschüss.